zu einem weiteren Tutorial in der Tutorial-Reihe Einführung in MATCAD. In diesem Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie man mittels MATCAD lineare Gleichungssysteme lösen kann. Zunächst allerdings werde ich erstmal zeigen, wie man hier das Ganze überhaupt visualisiert. Ja, über diese 3D-Diagramme lässt sich dieses mathematische Problem auch grafisch darstellen. Danach demonstriere ich Ihnen drei der mir bekannten Verfahren, soweit etwas in MATCAD zu lösen. Und zum Schluss werden wir dann die Lösung auch hier wieder in einem Diagramm mit darstellen, zu einer Art visuellen Kontrolle. Wichtig ist da hier nochmal vorangestellt, wir betrachten das Ganze hier aus Blick der Bauinformatik, nicht aus Sicht der Mathematik. Also ich bin jetzt hier kein Mathematiker und werde jetzt auch keine größeren Hintergründe hier diesbezüglich erläutern können, sondern ich zeige einfach nur die Verfahren, die mir jetzt bekannt sind, wie man sowas lösen kann. Bemühe mich allerdings auch hier die mathematische richtige Begrifflichkeit zu verwenden. Will auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht hier und da auch einen Fehler mache. Deswegen mein Tipp, wer sich dann eher für die ganzen Hintergründe interessiert, das Ganze eher mathematisch sich anschauen will, der kann zum Beispiel hier bei den Herrn Banker Hans nachlesen. Der hat ja einige Bücher dazu geschrieben. Die Übungsbeispiele, das Übungsbeispiel, was ich hier verwende, basiert hier mehr oder weniger aus einem Buch aus dem Jahr 1999. Das habe ich mittlerweile jetzt schon weiterentwickelt, ja, also über MATCAD 15. Jetzt sind wir schon in MATCAD Prime. Dennoch hat auch der Herr Banker Hans hier auch weitere Bücher jetzt geschrieben. Also Sie finden auch jetzt aktuellere Literatur von ihm bezüglich MATCAD Prime meines Wissens. Aber wie gesagt, das Beispiel, was ich hier habe, habe ich mich hier aus dem angelehnt, damals aus dieser Literatur. Und ja, steigen wir ein in diese Problematik. So, zunächst erst einmal, wir haben hier drei Gleichungen gegeben. Hier sind sie mal dargestellt, wie man sie normalerweise bekommt. Linear, das heißt, wir haben hier keine weiteren Faktoren drin, das geht ja alles linear ein. Die Verfahren, die ich hier zeige, kann man bedingt eventuell teilweise auch dafür nicht lineare Gleichungssysteme einsetzen. Aber da gibt es mal ein extra Tutorial dazu. Ja. Hier geht es mal ausschließlich nur um lineare Gleichungssysteme. Ja, warum System? Wir haben hier mehrere Gleichungen. Wir haben quasi drei Gleichungen, drei Unbekannte. Und das soll jetzt hier gelöst werden. Also wir wollen quasi hier die Unbekannten x1, x2 und x3 bestimmen. Ja, mein Tipp ist immer, wenn Sie in so einem CAS sind, sei es mit MATCAD oder irgendetwas anderes, sich die Sachen möglichst zu visualisieren. Weil das ist eine schöne Kontrolle auf der einen Seite, auf der anderen Seite hilft es, glaube ich, auch bei der Lösungsfindung, wenn man das Ganze sich auch ein bisschen räumlich vorstellen kann. Und wenn wir hier mit drei Unbekannten arbeiten, sind wir also, kann man noch genügend Dimensionen zur Verfügung, das Ganze auch räumlich darzustellen, beziehungsweise jetzt hier in einem sogenannten 3D-Diagramm. Um das allerdings darstellen zu können, empfiehlt es sich, das Ganze erstmal hier in Funktionen umzuschreiben. Ja, wie macht man das? Ganz einfach, man sucht sich hier eine Unbekannte raus, die dann später die Z-Achse darstellen soll, in unserem 3D-Diagramm. Ich füge es schon mal ein, damit wir vielleicht wissen, wovon wir hier reden. Dazu klicke ich einfach mal hier irgendwo in meinem Arbeitsblatt, wo es das Diagramm hinkommen soll, gehe dann hier auf Diagramme und wähle dann hier aus das 3D-Diagramm. Füge ich schon mal ein, ja, und dann sehen wir jetzt hier die verschiedenen Achsen, hier die Z-Achse, und die kann man dann hier unten entsprechend zuordnen. Hier sieht man das, und das können Funktionen sein. Nicht nur, ja, man kann da auch noch andere Sachen verwenden. Ich blende es vielleicht nochmal ein, bloß zur Info. Ich habe ja mal die Hilfe aufgemacht zu dem Thema 3D-Diagramme, und hier auf der ersten Seite sehen Sie, was Sie damit alles machen können. Und hier zum Beispiel, was wir machen wollen, ist eine Funktion mit zwei Variablen. Ja, das heißt, wir werden unser Gleichungssystem entsprechend umstellen, dass es eine Funktion, dass jede Gleichung dann eine Funktion mit zwei Variablen ist. Ja, was wir aber auch noch brauchen, wäre jetzt hier eine Matrix mit drei Spalten. Das ist dann die Variante, die wir auch noch uns zeigen werden hier in diesem Tutorial, weil mit der können wir dann die gefundene Lösung im Diagramm visualisieren. Ja, man sieht, man kann noch andere Sachen darstellen, nicht nur das. Wem das noch interessiert, einfach mal an die Hilfe gehen zu MATCAD und dann 3D-Diagramm, also 3D-Diagramme eingeben, und dann kommen Sie hier zu der Hilfestellung, zu der Erläuterung dazu. Und auch finden auch einige Beispiele. Ja, wie findet man die Hilfe in MATCAD? Da gehen Sie einfach hier auf Ressourcen
Und hier ist dann die Hilfe und die öffnet sich dann in Ihrem Standardbrowser. Ja, machen wir das einfach mal. Schreiben wir das in eine Funktion um. Das geht relativ einfach. Ich werde jetzt einfach mal hier dieses x3 dann als Z-Koordinate wählen. Sie können auch eine andere wählen, ist im Prinzip egal. Aber nehmen wir jetzt mal die dritte und wir schreiben einfach das jetzt hier hin. Dann nennen wir das hier x3 tiefgestellt Punkt 1. Ja, tiefgestellt wäre hier diese Geschichte. Ich habe den Shortcut verwendet, also Steuerung plus Minus. Dann gehen wir auf Doppelpunkt ist gleich, kopieren uns von hier oben die Gleichung, die gesamte Gleichung samt dem, also beide Seiten, schmeißen das hier unten rein und lösen das Ganze auf nach x3. Geben also hier auf symbolisch, dann auf solve und geben dann mit Komma hier hinten ein, nach was wir das auflösen wollen. Hier haben wir theoretisch drei Varianten, x1, x2, x3. Wir wollen es nach x3 auflösen, also gebe ich rein x tiefgestellt 3 und bekomme jetzt hier das Ganze aufgelöst. Ja, so. x3 wäre jetzt noch das aufgelöst haben, das wäre jetzt die erste lineare Gleichung. Jetzt kopieren wir uns das einfach mit Steuerung C, werfen das hier unten rein, tauschen die Gleichung aus, kopieren uns von hier oben diese Steuerung C, Steuerung V und machen hier aus der 1 eine 2. Das wäre jetzt die zweite lineare Gleichung. Und da wollen wir ein bisschen mehr Platz einfügen, das ist etwas zu eng. Kopieren uns das noch einmal für die dritte. Benennen das hier vorne um. Und holen uns hier die dritte Gleichung. So, das wären jetzt diese drei Gleichungen. Umgestellt als Funktion. Ich habe noch was vergessen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen natürlich vorne, wenn es eine Funktion ist, auch noch die Funktionsvariablen abbilden. Und das wären dann die Funktionsvariablen x2 und x1. Also hier x tiefgestellt 2, x tiefgestellt 2 und vorne machen die 1 hin. Hier die 1. So. Die ist natürlich tiefgestellt. Jetzt haben wir es. So, das muss ich nochmal kopieren oder können wir vielleicht auch gleich so kopieren, da brauchen wir nicht, geht das, können wir nur das, ja, das geht leider nicht, machen wir es einfach so, machen hier eine 2 hin und hier die 3. So, also, jetzt haben wir hier eine Funktion mit zwei Variablen. Ja, ich blende es nochmal ein, hier. Das ist hier diese Variante, eine Funktion mit zwei Variablen, die können wir darstellen. Man hätte nochmal schauen können, man vielleicht auch in irgendeine andere Variante, man das hätte überführen können. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ich habe einfach mal die hier genommen. Wer will, kann auch schauen, ob man diese linearen Gleichungen auch in irgendeine andere Variante überführen kann. Aber mir war das hier die naheliegendste und deswegen habe ich die gleich genommen. So, jetzt können wir die ins Diagramm eintragen. Hier und wir klicken jetzt einfach hier unten rein, das Diagramm, hier haben wir den Platzhalter für die Z-Achse und da können wir jetzt hier einfach eintragen den Funktionsname, das genügt einfach nur der Name der Funktion und der ist der erste Name war x tiefgestellt 3.1 und wir bekommen das Ganze hier als Ebene dargestellt, so, muss etwas schieben und ich zoome hier ein bisschen raus, ein bisschen. So, und jetzt könnte man hier, fast zu viel des Guten, noch ein Stück wieder ran, jetzt können wir hier die Spur anklicken und hier eine Farbe zuordnen. Wer will, kann das so lassen, ich finde es nicht so schön, deswegen klicke ich jetzt hier nochmal an die Spur, gehe auf Diagramm und wähle hier eine Farbe aus oder eine Flächenfüllung. Ich nehme am liebsten immer RGB, also Rot und ja, können wir vielleicht so lassen. Das Gitter können wir vielleicht mit drinnen lassen. Wer will, kann es auch ausschalten. Wenn Sie dieselbe Farbe wählen, ja, dann würden Sie ja das Gitter nicht mehr sehen. Sie können natürlich auch hier ein Weiß wählen oder so. Das ist dann Ihnen überlassen, wie es Ihnen am besten gefällt. Ich lasse es mal so und füge jetzt noch eine weitere Spur hinzu. Gehe also jetzt wieder hier unten auf die Spur, dann auf Diagramm, dann auf Spur hinzufügen. Und das wäre dann x tiefgestellt 3.2. Das wäre die zweite Gleichung. Und das können wir hier mit, wir können jetzt hier über diese
Buttons jetzt hier das Ganze ein bisschen drehen und das sehen wir das Ganze hier als Strich. Ja. Da müssen wir noch mal schauen, ob da jetzt hier irgendwo noch ein Fehler ist. X32, das passt eigentlich. Ist gleich 1, 12x3. Müsste eigentlich passen, warum es als Strich darstellt. Sollte eigentlich eine Ebene sein. Ich tu mal kurz gucken, wo der Fehler ist. Ja, hier habe ich beim Kopieren etwas weggehackt. Ja, hier muss man noch ein Doppelpunkt ist gleich einfügen, dass durch das Kopieren passiert. Und hier nochmal die Gleichung rein. Deswegen war die Gleichung nicht mehr ganz sauber. So. Und jetzt kriegt man auch hier eine Ebene rein. Ja, und die können wir wieder anklicken. Und hier die Flächenfüllung wieder RGB, also jetzt grün würde ich wählen. Und von mir aus wieder hier oben weiß oder vielleicht ein grau. Und das ist jetzt hier grün, genau. Ja. Und jetzt können wir mal schauen, da sehen wir hier, die Ebenen schneiden sich. Ja. Das ist ganz wichtig, wenn wir auch eine Lösung finden. Ja. Zum Beispiel, ich werde es dann nochmal demonstrieren, an späterer Stelle, was passiert, wenn sie sich nicht schneiden. Aber hier sieht man schön, die schneiden sich hier in einer Gerade. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier nur die zwei Gleichungen hätten, hätten wir hier unendlich viele Lösungen. Ja, es gibt die Lösungen, aber die sind unendlich viel, ne, weil die würden alle, also wären es mal sämtliche Punkte auf dieser Schnittgerade zwischen diesen beiden Ebenen. Ja, fügen wir jetzt noch die dritte hinzu, gehen also hier nochmal drauf, dann auf Spur hinzufügen. Das wäre dann x.3.3, also die dritte Gleichung. Ich habe vergessen tief zu stellen. Steuerung minus, also 3.3. Und wieder die Spur anklicken, dann können wir hier oben das entsprechend formatieren. Ich wähle wieder hier so einen Grauton und als Flächenfüllung in dem Fall blau. So. Naja, und jetzt würde man, müssen sich jetzt hier ungefähr an diesem Punkt, müssen sich dann diese Ebenen schneiden. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass die auch einen Schnittpunkt haben, ja, den wir hier suchen. Und leider lässt sich das bei so einem Diagramm nicht so schön ablesen, wie wir das im 2D gemacht haben. Ja, das ist natürlich ein bisschen unschön hier. Wisst ihr auch nicht, ob es da Möglichkeiten gibt. Ist mir jetzt unbekannt, hier sich irgendwie ein bisschen reinzuarbeiten. Was Sie natürlich machen können, Sie können das hier größer zoomen, hier unten. Ja, Sie können hier bei dem Diagramm, ich schiebe es ein bisschen in die Mitte, haben Sie hier die Möglichkeit, das anzuklicken und dann können Sie hier, Moment, hier, wie gesagt, haben Sie so ein Orbit. Ja, dann kann man das hier so 3D hin und her schieben. Hier können Sie umschalten, perspektivisch oder nicht. Sie können hier das Ganze verschieben mit der mittleren Maustaste. Können Sie hier auch zoomen, ja, also hier reinzoomen. Oder halt hier mit dieser über das Zoom-Fenster geht das auch. Und hier können Sie das dann wieder auf Zoom-Grenzen gehen, ja, an sich zurücksetzen. Wenn Sie hier drauf gehen, hier oben können Sie die einzelnen Achsen jetzt hier auswählen. Und jetzt sehen Sie hier die Achse und hier können Sie jetzt die Werte ändern. Können zum Beispiel, weil die Achse hier können Sie nicht wie im 2D einfach so anklicken. Ja, im 2D ging das ja, das geht hier nicht. Ja. Aber Sie können einfach hier sagen, hier oben klick auf die Z-Achse, dann stellt das die Z-Achse dar. Man sieht ja, das geht bis 18. Und jetzt könnte ich hier den Wert ändern auf 20 zum Beispiel. Und jetzt sehen Sie, also es ist auf 20 geändert. Ja, und genauso können Sie jetzt hier die Y-Achse oder die X-Achse editieren. Ja, so viel zu den 3D-Diagrammen. Ich tue mal ganz gerne mit einem transparenten Hintergrund arbeiten und dann sieht das so aus. Ja, so, jetzt haben wir das visualisiert. Und was können wir der Sache entnehmen? Ne? Wir können entnehmen jetzt dieser visuellen Darstellung, dass das Ding mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Nullstellspanne gesagt, ja, beziehungsweise ein Schnittpunkt hat. So. Und wir wissen, dass das hier Ebenen sind. Gut, das wissen wir wahrscheinlich auch so, ja. Aber wir sehen ungefähr, wie sie auch im Raum liegen. Gehen wir zum ersten Verfahren, wie man das ganze Gleichsystem lösen kann. Und das ist der Klassiker. Das wäre hier die analytische Lösung. Ja, dass man hier eine Koeffizientenmatrix aufstellt und einen Ergebnisvektor und das Ganze dann in eine Gleichung überführt. Machen wir das mal. Wir tun hier die Koeffizientenmatrix aufstellen. Dazu klicke ich jetzt hier rein, gehe hier auf Rechenbereich einfügen. Das ist ein Textbereich. Jetzt füge ich in den Textbereich hier einen Rechenbereich ein, weil nur in dem kann ich hier irgendwas berechnen.
und definiere jetzt mir die Koeffizientenmatrix, die nenne ich einfach mal A. Und jetzt kann ich mir hier oben die einzelnen Faktoren rauslesen. Und dazu kopiere ich mir jetzt mal schnell die Gleichung. Ich hoffe, das geht jetzt hier problemlos. Und füge die mal temporär hier unten ein, damit ich die hier sehe. So. Und wie viele Koeffizienten haben wir? Ja, wir haben mit drei Unbekannte, also drei Koeffizienten pro Gleichung, das Ganze dreimal. Also haben wir eine 3x3-Matrix, also eine sogenannte quadratische Matrix. Wie fügen wir die hier ein? Einfach hier hinklicken, wo die hin soll, in unserem Rechenbereich. Gehen jetzt hier auf die Registerkarte Matrizen und Tabellen und fügen jetzt hier eine 3x3-Matrix ein. So, und die Koeffizienten sind immer das, also lineare Koeffizienten in dem Fall dazu, ja, die hier vor unseren Unbekannten stehen. Ja, das sind in dem Fall einfache Skalare. Und das ist zum Beispiel, wäre das hier, wenn nichts dabei steht, das ist eine 1. Ja, in dem Fall, also ich schreibe mal eine 1 rein. Das wäre jetzt, das ist quasi die erste Spalte, es wäre x1, die zweite Spalte wäre x2 und die dritte Spalte wäre x3. Und die erste Zeile wäre die erste Gleichung, die zweite Zeile die dritte und die dritte Zeile, die zweite Gleichung, die dritte Zeile die dritte Gleichung. Also geben wir jetzt das x1 der ersten Gleichung ein, der Koeffizient, was steht davor? Es steht nichts davor, also es ist eine 1. So, das können wir hier, bin ich hier verrutscht. Also geben wir hier eine 1 ein. So, 1. Der zweite Koeffizient, ja, jetzt sind wir hier quasi bei x2 in der ersten Gleichung, also hier, und das ist eine 3. Geben wir die 3 ein. Und hier wäre es auch wieder eine 3 beim dritten. Dann machen wir dasselbe in der zweiten Gleichung. Also haben wir wieder eine 1 davor stehen. Hier haben wir wieder eine 3. Hier eine 4. Und bei der letzten Gleichung, also bei der dritten, haben wir hier wieder eine 1. Hier eine 4. Und zum Schluss eine 3 bei x3. Jetzt haben wir die Koeffizientenmatrix aufgestellt. Das ist sozusagen die linke Seite unserer Gleichung. Und die rechte Seite ist unser sogenannter, wie nennt man das? Das ist quasi das Ergebnis, was hier rauskommt, ja, aus diesen Gleichungen. Und das ist ein Vektor. Ja, da gehen wir jetzt dahinter. Gehen jetzt wieder auf Matrizen und Tabellen und fügen jetzt hier einen Vektor mit 3 Zeilen ein. Ja, für diese Seite. Und geben das ein. Achso, wir müssen natürlich noch einen Namen zuordnen. Doppelpunkt ist gleich. Und den nennen wir einfach Y. So. Und der hat jetzt hier eine 2, eine 1. Und eine 4. Ja, genau. Auch hier wieder steht die erste Zeile für die erste Gleichung, die zweite und so weiter. Ja. Also Sie können es beliebig jetzt fortführen. Ja. Hätten Sie jetzt noch, könnten jetzt 4, 5 Unbekannte haben mit 5 Gleichungen und so weiter. Falls Sie das Ganze nicht visualisieren, dann macht es eventuell Sinn, sich dennoch auszuschauen, ob das Gleichsystem überhaupt lösbar ist. Ja, das heißt, man kann zum Beispiel die Determinante ermitteln. Und das machen wir mal hier, klicken hier rein, ja, die Determinante von M ergibt sich, wobei nicht M, das ist hier Unsinn, von A, die Determinante von A ergibt, da gehen wir wieder auf Rechenbereich, führen den Rechenbereich ein und rechnen jetzt hier von der Koeffizientenmatrix die Determinante aus, gehen hier auf, das ist die Matrix selber, ich glaube, das war das hier oben. Ja, hier ist jetzt mal absoluter Wert, Determinante. Und geben hier das A ein und gehen auf ist gleich. Und da sehen wir, die ist ungleich 0, haben also keine singulare Matrix. Ja, die muss halt immer ungleich 0 sein, damit das Ding auch lösbar ist. Ja, wenn jetzt hier 0 stehen würde, dann hätten Sie hier linear abhängige Gleichung drin. Das heißt, gleich mal zeigen, was das bedeutet. Eine zweite Variante, die man auch noch machen kann, ist den Rang der Matrix zu ermitteln. Der Rang gibt einfach an, wie viele linear unabhängige Gleichungen haben sie voneinander. Und das machen wir gleich mal hier. Der Rang der Matrix ergibt die Anzahl, also hier, von A. Und da gehen wir da auf Rechenbereich einfügen. Und das ist die Funktion Rank. Das ist eine Funktion. Ja, die Determinante war ein Operator, das haben Sie hier gefunden. Rank ist jetzt quasi eine Funktion, die finden Sie hier unter Funktionen, Matrizen und Vektoren. Da gibt es hier irgendwo die Funktion Rank. Wo haben wir so die QR? Hier. So, klein. Wir übergeben hier also unsere Matrix A und gehen auf ist gleich. Und da kommt 3 raus. Das heißt, wir haben 3
linear unabhängige Gleichung. Würde jetzt hier 2 rauskommen, dann wären, würde das bedeuten, es sind nur 2 voneinander unabhängig, also 2 wären voneinander abhängig. Ja, das sollte man berücksichtigen. Das heißt, der Vorteil ist, wenn Sie mit Rank arbeiten, dann wissen Sie, nehmen an, Sie hätten jetzt noch mehrere Gleichungen, dann wissen Sie eher, wo Sie stehen. Ja? Also die Determinante sagt, das ist nur lösbar oder nicht lösbar. Ja? Beziehungsweise Singularität heißt auch, dass er auch unendlich viele Lösungen haben kann. Ja? Während jetzt, wenn das ungleich 0 ist, gibt es quasi eine eindeutige Lösung. Rank ist ein bisschen, hat den Vorteil, dass es Ihnen auch ein bisschen hinweist, ja, okay, was ist eigentlich das Problem? Ja, Sie sehen jetzt, nehmen an, Sie hätten jetzt hier, was weiß ich, 8 Gleichungen, dann sagt er Ihnen, okay, von den 8 Gleichungen sind meinetwegen 3 voneinander linear abhängig. Allerdings wissen Sie jetzt dann noch nicht, welche das sind, das müssen Sie dann noch näher rantasten. Was bedeutet lineare Abhängigkeit? Das können wir mal kurz simulieren, indem ich zum Beispiel jetzt hier mal diese Gleichung mir hier, die können wir ja so lassen, einfach mal jetzt diese Gleichung ersetze und mache sie mal linear abhängig, indem ich einfach sage, diese Gleichung x3, also x3,3, soll nichts anderes sein als x3,2 mal 4. Oder machen wir es mal 2, also doppelte von der. Dazu schreibe ich einfach eine 2 davor, also 1 mal 2 ergibt dann 2, 3 mal 2 ergibt dann 6 und 4 mal 2 ergibt dann 8. Und wenn ich das machen würde, dann sehen Sie mal jetzt hier schon mal in unserem Diagramm, sieht man jetzt hier, halt, muss ich umschalten, dass hier, sieht man es, achso, jetzt sind die im Prinzip, Moment, ich müsste jetzt hier noch ein blödes Beispiel gewählt, wieder schöner Vorführeffekt, das vorher mal ausprobieren sollen. Normalerweise wollte ich jetzt, dass die parallel sind. Moment. Ja, der Unterschied ist ja zu gering, dass man kaum was sieht, aber ich lasse mal aus, wenn Sie jemand einfach das auf 40 erhöhen, dann fällt, dann ist der Unterschied größer zwischen. Und dann sehen Sie, dass hier die rote, na, Moment, welche ist es jetzt? Die grüne und die blaue sind parallel, ja, voneinander. Ja, und damit gibt es ja auch keinen Schnittpunkt mehr, ja, weil das einfach nur, das bedeutet, die lineare Abhängigkeit ist einfach nur versetzt. Ja, und wenn ich jetzt das Ganze hier oben hier auch noch mal 2 nehmen würde, dann werden die, dann sehen jetzt unterschiedlich aus, aber sind mehr oder weniger dasselbe, ja. Das sieht man dann auch hier, wenn ich das Ganze umstelle, dann wird das komplett identisch. Ja, also das hier einfach nur mal 2 zu nehmen oder so, das macht dann, wenn Sie das hier umstellen, keinen anderen Wert. Wenn Sie hinten den Wert noch verändern, wie wir es vorhin gerade gemacht haben, zum Beispiel auf 40, dann sind Sie, das sind Sie nicht mehr identisch, sind einfach auch im Raum dann parallel. Ja, und damit gibt es dann auch keine eindeutige Lösung mehr. Jetzt können wir diese Gleichung hier mal übernehmen, nach hier unten, das hier nochmal ausprobieren. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel die, schmeiße mal hier oben rein. Oder haben wir hier noch Platz? Machen wir es hier hin. Ups, das war jetzt hier das Falsche. Shit. Also hier, die wollte ich da auch mal ausprobieren, wenn ich jetzt zum Beispiel hier jetzt die Koeffizienten übernehme. Das wäre dann hier die 2. Das wäre die 6. Und das wäre die 8. Ja, und dann sehen Sie hier, da ist die Determinante 0, ja, nicht lösbar. Und dann sagt uns eben hier über Rank, dass hier zwei Gleichungen, dass nur 2 Gleichungen von linear unabhängig sind. Das heißt, das bedeutet dann diese Aussage. Ja, da haben wir das Thema nochmal geklärt, was bedeutet die lineare Unabhängigkeit. Und das Schöne ist eben, wenn Sie das Ganze im Diagramm visualisieren, dann sehen Sie das auch sehr schön, ja, was hier passiert. Das können wir jetzt hier oben wieder zurücksetzen. So, und hier auch noch wieder, das war die 1, die 3, wieder verrückt, die 1, die 3 und die 4. Ne, das sind wir jetzt 1, 4 und 3, sowas. 1, 4, 3. So, minus 1 und 3 passt. Das können wir löschen.
Und ja, wenn wir das geklärt haben, können wir jetzt einfach das Gleichungsthema lösen. Und das ist ja in dem Fall jetzt relativ trivial. Ja, ich gebe jetzt hier meine Lösung ein oder rechne die einfach aus. Nenne ich jetzt einfach den ersten Lösungsvektor, nenne ich jetzt Groß X, tiefgestellt römisch 1, also i, ist gleich. Und Sie tun zunächst die Determinante aufstellen von der Koeffizientmatrix. Das wäre dann a. Und das ist hoch minus 1. Nee, Determinante, die Inverse. Entschuldigung, die Inverse. Nicht Determinante, die Inverse. Und das noch einfach hier dann hoch minus 1. Und das Ganze dann mal unser y. Ja, achten Sie auch hier auf die Reihenfolge. Das hier gilt nicht das Kommutativgesetz. Man darf das ja nicht vertauschen. Ja, und damit also einfach 1 durch a und das Ganze dann mal den Lösenvektor. Damit rechnen Sie das Ganze aus. Ja, wichtig ist, wenn Sie das vertauschen würden, man könnte ja denken, man kann das hier vertauschen. Das würde aber nicht funktionieren. Also tun wir das ja mal ausprobieren. Ja, weil wir haben es jetzt hier nicht mehr mit Skalaren zu tun, sondern mit Vektoren und Matrizen. Und da gibt es eine gewisse Reihenfolge. Ja, das hat wahrscheinlich vielleicht der eine oder andere schon mal Mathematikunterricht gemacht, wie man das dann, hier steckt auch eine Addition dahinter, ja, nicht nur eine Multiplikation, die jetzt intern mit abläuft. Ja, das Ganze wird dann zusammengefasst, sieht man ja hier, da kommen nur noch dann drei Werte raus. Und deswegen kann man das nicht so einfach vertauschen. Ja, also einfach mal, wenn das interessiert, warum das so ist, einfach sich mal den händischen Weg anschauen, wie das normalerweise gerechnet wird, und dann werden Sie sehen, dass das nicht so einfach vertauschbar ist. Muss man halt nur wissen, ja, für diejenigen, die jetzt Mathematik schon länger hinterher, ja, schon länger her ist, da könnte man auf die Idee kommen, es einfach die Reihenfolge dazu vertauschen und sich dann wundern, warum es nicht funktioniert. Ja, das war die erste Lösung. Sie sehen, wenn man das so macht, ist das relativ leicht. Die zweite Lösungsvariante wäre die Arbeit über den Lösungsblock. Ja, das hier oben ist eine analytische Variante, wie man es wahrscheinlich auch, bei mir ist es auch schon ewig her, aber ich glaube, so war es auch bei uns damals, wie man es auch im Unterricht machen würde, nur dass man es quasi dann händisch ausführt. Was wir jetzt machen werden, ist quasi eine numerische Lösung. Ja, und zwar geht es mit dem Lösungsblock. Den Lösungsblock, den finden Sie hier. Ja, wichtig ist, der funktioniert nur in der Vollversion. Das könnte sogar sein, dass die erste Variante, ich weiß es gar nicht, sogar jetzt in der normalen, also in der Demo-Version läuft, aber ich weiß es wirklich nicht. Also ich vermute es nur. Ich weiß, dass der Lösungsblock mit Sicherheit ausgegraut ist. Ja, der ist dann nicht mehr verfügbar. Und tun wir den mal uns anschauen. Klick einfach hier drauf, dann wird er hier eingefügt. Zunächst brauchen wir Schätzwerte. Ja, für so ein numerisches Verfahren, das kann jetzt nicht einfach im Minus unendlichen anfangen und im Plus unendlichen enden. Das muss irgendwo losgehen. Da braucht man in der Regel irgendwelche Startwerte. Ja, das kann man dann, man muss es nicht genau schätzen. Es genügt dann schon mal irgendwie die Richtung vorzugeben. Und in dem Fall tue ich mal so, als wüsste ich das hier oben nicht. Ja, und man macht dann meistens 0, 0 oder 1 oder so. Man kann es natürlich, wenn man das hier sich grafisch dargestellt hat, dann hier auch hier ungefähr ablesen, ja, dass man ungefähr das einschätzen kann. Aber es ist auch nicht so schlimm. Das Verfahren ist relativ schnell, wenn Sie da jetzt weit weg liegen. Es könnte sein, das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht ausprobiert, wenn Sie jetzt hier extrem viele Gleichungen haben, das weiß ich, keine Ahnung, 50, ja, und so weiter, dass es dann vielleicht was ausmacht von der Performance her. Aber in der Regel, die Beispiele, die ich bisher hatte, war das eigentlich egal, ob sie jetzt mit den Schätzwerten weit weg oder nah dran lagen, das war kaum zu spüren. Also ich nehme jetzt einfach mal irgendwas hier an, machen wir einfach 0, 0. Also x tiefgestellt 1. Ups, verklickt schon wieder, es ist nervig mit den Shortcuts hier. Also tiefgestellt x tiefgestellt 1. Wichtig ist, ja, hier Doppelpunkt ist gleich zu verwenden, bei den Schätzwerten ist 1. Und jetzt kopiere ich mir das hier einfach schnell, um mir einfach diesen Shortcut zu. Oh, das ist wieder. Oh Mann, ich muss gestehen, hier mit dieser blöden Tastatur. Jetzt hat er's. So, also dann siehst du die 2. Oder ich hätte ja 0 gesagt, wobei es eigentlich völlig Wurst ist, aber das tun wir jetzt kurz. Tun wir so, das machen, was ich gesagt habe. Und das wäre dann die 3.
So, Schätzwerte. Wichtig ist auch hier zu gucken, dass wirklich in die Kategorie Schätzwerte reinfällt. Hier oben können wir noch ein bisschen Platz machen. So, dass es nach oben rutscht. So haben wir jetzt Schätzwerte. Ja, Sie sehen, Sie können theoretisch auch noch eine weitere Zeile hinzufügen. Ah, das geht gar nicht so einfach jetzt hier. Jetzt. Und dann können Sie theoretisch auch noch mehrere Sachen noch einbauen. Einfach hier hinklicken, innerhalb dieser blauen Klammer und dann nochmal auf Enter gehen. Und dann können Sie die erweitern oder genauso auch wieder verkleinern. Ah, wieder vor. So. Jetzt. Jetzt kommt der nächste Bereich und das ist jetzt hier die Nebenbedingung. Und ich lasse mal ein bisschen größer, damit Sie besser lesen können. So. Und da geben Sie einfach dann die Gleichungen ein. Ja. Die holen wir uns von hier oben. Da können wir jetzt hier die Originalgleichung nehmen. Nehmen wir einfach besten gleich die hier. Auf einmal, da müssen wir jetzt mal hoch und runter scrollen. Und schmeißen wir die einfach hier unten rein. Können wir dann wieder löschen. Und hier ist die erste Gleichung. Wichtig ist hier dann allerdings, das Fette ist gleich zu verwenden. Das ist hier ein Definitions. Wir tun erstmal die Startwerte definieren. x1, x2, x3, deswegen doppelt ist gleich. Bei diesen Bedingungen, die man hier eingibt, da nimmt man dann allerdings hier, das ist ja nur eine Gleichung, das Fette ist gleich. Also dieses hier. Ja. Fügen wir noch die nächsten Gleichungen ein. Aufpassen, dass wir hier oben in der Klammer drin bleiben. Das ist mir nicht gelungen. Hätte ich vorher ein bisschen erweitern sollen. Das muss ich mal hier klicken. Ah, super. Geht es jetzt von hier? Lässt er sich nie. Ah. Okay, versuchen wir es mal so zu machen. Und wenn ich jetzt hier noch die dritte Gleichung einfüge, macht das automatisch die Klammer größer? Ja, macht auch so. So. Also muss ich schauen, dass es in die Klammern passt, ja, dass das alles richtig zugeordnet ist. Und hier, die können wir jetzt noch hier runter, dass es ein bisschen vernünftig aussieht. So. Ein bisschen auf die Form achten. Jetzt haben wir die Nebenbedingungen. Jetzt können wir jetzt hier den Löser einstellen. Und da gibt es verschiedene Varianten, je nachdem, was Sie machen wollen. Ja, in unserem Fall wollen wir erstmal hier unseren Lösungsvektor ermitteln. Den nennen wir x tiefgestellt römisch 2, also Doppel-I, also Doppel-Groß-I, Doppelpunkt ist gleich. Und jetzt gibt es hier diverse Funktionen, die Sie jetzt hier aufrufen können. Und dazu gehen wir mal hier auf die Registerkarte Funktionen, hier alle Funktionen, damit ich Ihnen mal auch die anderen zeige, jetzt nicht nur die, die wir hier brauchen. Und wir müssen hier, hier unter Auflösung. Ja, hier finden Sie jetzt so Funktionen, die Sie verwenden können. Meines Wissens können Sie verwenden Find, Maximize, ja, wenn Sie welche Optimieraufgaben haben, damit können Sie auch mit dem Solver oder mit dem Lösungsblock machen, oder Minimize, und die restlichen weiß ich nicht genau. Ja, also da müssen Sie dann erstmal nachschauen, nochmal an der Hilfe gucken zu dem Lösungsblock, einfach nochmal nachgucken, welche Funktionen hier alle verwendet werden können. Ich habe bisher verwendet Find, Maximize und Minimize. Könnte aber durchaus sein, dass auch noch andere Dinge mit dem gehen. In unserem Fall machen wir hier Find. Ja, wir wollen jetzt quasi die Lösung ja finden. Also Find. Und müssen Sie jetzt noch sagen, was wir suchen. Und da geben wir einfach ein, hier unsere drei Variablen. Also x tiefgestellt 1, x tiefgestellt 2 und x tiefgestellt 3 und gehen auf ist gleich und lassen das numerisch auswerten und wir kriegen das Ganze hier berechnet. Ja, Sie sehen bei solchen kleinen Systemen, wie bei diesem einfachen linearen Gleichungssystem hier, ist die numerische Lösung genauso wie die analytische. Liegt ja auch darin, weil das Ganze sich ja ausgeht. Wir bekommen hier ganze Zahlen raus. Wenn Sie das Ganze hier mit irgendwelchen Messwerten machen oder so, also wo dann wirklich das Ganze, das ist ja ein schönes, klassisches Beispiel hier, manchmal macht man das mit irgendwelchen gemessenen Daten oder so, dann kann es natürlich sein, dass das auch ein bisschen abweicht. Ja. Der Vorteil ist ja bei dieser Methode, dass das, glaube ich, immer funktioniert. Ja, also
Das könnte, ach so, ja, diese Methode kann man auch noch verwenden mit anderen Geschichten, ja. Theoretisch kann man das auch verwenden, meines Wissens, mit lichtlinearen Gleichungen, ja. Weil das hier oben, das Verfahren geht natürlich nur mit linearen Gleichungen, ja, so eine Koeffizientenmatrix rauszuziehen und so weiter. Das Verfahren des Lösungsblocks geht damit auch mit diversen anderen Geschichten. Es geht, glaube ich, sogar, aber da müsste ich das nochmal nachlesen, eventuell bei dem Herrn Benker, ja, den ich vorhin gezeigt habe, Literatur, wenn Sie hier mehrere Lösungen ermitteln. Also wenn es jetzt keine eindeutige Lösung gibt, dann findet er, glaube ich, dann die nächstbeste und so weiter. Also das ist, glaube ich, auch von Vorteil. Ich glaube, hier ist jetzt auch mal, ich habe es nochmal da, dazu geschrieben. Hier, ja, also das dritte Verfahren, das ist hier bei singulären Matrizen ermitteln die Verfahren 2 und 3. Ja, also erstmal nochmal kurz korrigieren, das darf nicht ganz Sinn, das ist das Verfahren 3 und 4. Die nächstbeste Lösung. Ja, das heißt, das Verfahren würde auch noch funktionieren bei singulären Matrizen. Wobei, da hatte ich ja gesagt, da gibt es entweder gar keine Lösung oder unendlich viele. Und da findet er dann die nächstbeste Lösung. Aber da könnte man eventuell mal probieren, ob man die auch ein bisschen eingrenzen kann, dann durch weitere Nebenbedingungen. Und für uns Ingenieure ist ja oftmals die analytische Lösung gar nicht so interessant, sondern uns genügen eigentlich oft auch bei praktischen Anwendungsfällen irgendwelche Näherungslösungen. Und deswegen ist das Ding eigentlich für uns Ingenieure aus meiner Sicht die praktikabelste Lösungsmethode. Ja. Ja, so viel dazu. Zu dieser machen wir noch eine andere Lösungsvariante. Da können wir es gleich hier stehen lassen. Und das wäre jetzt hier die Verwendung der Solve-Funktion. Das wäre jetzt die symbolische Lösung. Ja, auch die könnte man, zeige ich hier mit an, wie man die verwenden könnte. Und da gehen Sie folgendermaßen vor. Da können Sie das theoretisch in einem Aufwasch machen. Das heißt, ich ermittle jetzt sofort x, groß x, tiefgestellt 3, ja, für die dritte Lösung. Ein Doppelpunkt ist gleich. Und Sie tragen in einem Vektor, gehe also auf Matrizen und Tabellen, hier die Gleichung ein. Also wir nehmen jetzt hier einen Dreiervektor für die drei Gleichungen, schmeißen die hier oben jeweils in den Vektor rein. So. So. Und so. Und lösen das Ganze auf, wie gesagt, symbolisch. Also gehen Sie wieder auf symbolische Mathematik, ja, auf Solve. Das geht übrigens auch nur in der Vollversion. Ich glaube auch, das Symbolische ist in der Demo-Version oder in dieser freien Version ausgegraut, also Solve. Und müssen noch sagen, nach was Sie auflösen wollen. Das müssen Sie wieder als Vektor eingeben. Also gehen wir wieder hier auf Matrizen und Tabellen, hier Vektor und müssen sagen, x tiefgestellt 1, x tiefgestellt 2. Und x tiefgestellt 3. Und wir kriegen hier die Lösung ermittelt. Ja, auch das Verfahren, wie gesagt, habe ich schon angedeutet, das hat auch den Vorteil, dass man es auch für singulare Matrizen anwenden kann. Gegebenenfalls auch für nicht quadratische, auf nicht lineare Gleichungssysteme. Ja, ist allerdings, glaube ich, manchmal auch noch relativ langsam. Ja, aber Sie können es gerne ausprobieren. Der Vorteil ist natürlich auch die schnellste Variante. Haben Sie gesehen? Ja, da müssen Sie keine Koeffizientenmatrix aufstellen, das Ganze außen. Sie können die Gleichung einfach gleich hier reinschmeißen und das ausrechnen lassen. Ja, sonst als. Ja, ich habe es einmal gestellt: Verfahren, dieses Verfahren, das Verfahren 4. Das muss ich auch noch hier ändern. So. Das vierte Verfahren kann auch auf singuläre und so weiter Matrize angewandt werden. So, das waren die drei Verfahren, die mir jetzt bekannt sind, mit denen man arbeiten kann, um lineare Gleichungssysteme zu lösen. Vielleicht nochmal ganz kurz hier die zusammengefasst. Einmal hier das Ganze analytisch oder wie soll ich es jetzt nennen, über die normale Berechnung, ja, wie man es auch im Unterricht machen würde. Ja, das bedeutet, dass dieser Weg, ja, das ist ja der Klassiker, wenn man so will. Das wäre jetzt hier die iterative oder numerische Lösung, also eine Näherungslösung. Ja, das sind jetzt die Näherungsverfahren, die hier eingesetzt werden, aber wie gesagt, die für uns Bauingenieure oder Ingenieure generell in der Regel völlig ausreichend sind.
Und das wäre jetzt nochmal das Ganze symbolisch gelöst. Ja, das sehen Sie hier, dieser symbolische Solver. Ja, das Ganze im Prinzip aufgelöst, die ganze Geschichte. Ja, deswegen habe ich vorhin ein bisschen gestutzt. Ja, es gibt in Madcat, wir haben das früher genannt, das eine ist der symbolische Löser, ja, dass Sie quasi Gleichung symbolisch lösen. Ja, das sind diese Geschichten hier. Und das andere wäre dann, dass Sie die rechnerisch lösen, also ausrechnen, wenn Sie so wollen. Mir fällt jetzt kein besserer Begriff dafür ein. Das sind jetzt hier diese ganzen Operatoren und so weiter, ja. Und das war ja die erste Variante. Ja. Beide sind, bieten hier exakte Lösungen, ja, während das hier nur eine Näherungslösung ist. Nur weil jetzt die Systeme so trivial sind, so einfach, ist jetzt die Näherungslösung gleich der analytischen oder der exakten Lösung. Hätten wir jetzt hier keine, kämen wir jetzt hier nicht auf diese, auf ganze Zahlen, sondern auf irgendwelche Kommazahlen, dann würde man dann irgendwo ab der x-ten Kommastelle dann Unterschiede sehen. Ja, weil natürlich diese Näherungslösung da ab einer gewissen Genauigkeit dann einfach abbricht. Ja, dann, aber hier in dem Fall klappt das natürlich. So, letzter Punkt, das Ganze noch visualisieren, dass wir hier auch nochmal die Lösung mit ins Diagramm reinbringen. Ja, dazu kopiere ich mir jetzt einfach das Diagramm von hier oben und schmeiße das hier unten nochmal rein. Und hier werde ich jetzt diese Variante verwenden, um hier, halt, ich brauche ein bisschen mehr Platz, gehe nochmal eins zurück. Hier ist nochmal wo ist jetzt hier? Also diese Variante verwende ich hier jetzt, um den Punkt darzustellen. Es geht nur um einen Punkt in 3D, unser Schnittpunkt, also eine Matrix mit drei Spalten, welche x- und y- und z-Koordinaten darstellen. Das machen wir. Da die Lösungen überall gleich sind, nehmen wir am besten gleich hier diesen, den können wir uns kopieren. Und nennen die Matrix einfach Groß X. Doppelpunkt ist gleich, schmeißen das hier rein. Jetzt müssen wir allerdings Folgendes beachten, wenn Sie, der erste Ansatz, das habe ich auch selber so passiert, jetzt kommt man auf die Idee und sagt, na gut, das ist meine Matrix, schmeißt jetzt hier unten mit dazu, klicke jetzt hier unten zu meinen Spuren und sage Spuren hinzufügen, also Diagramme, Spuren hinzufügen, nenne das Ganze hier X. Und was passiert? Ja, erstmal dieses hier, da müssen Sie vorsichtig sein, er schmeißt mir jetzt hier was raus. Das ist aber nicht das X hier oben. Ja, Sie müssen genau schauen, dass das genau oben drüber definiert ist. Das heißt, Sie müssen das Ganze noch ein bisschen runterschieben. Das ist hier nicht das X, was hier ist. Sie sehen, wenn ich das so schiebe, dann bleibt immer eine Linie. Ja, deswegen das hier noch etwas höher schieben und das noch ein Stück runter. Und jetzt wird es rot. Jetzt wirklich genau drüber. Also Sie kennen ja die Reihenfolge in MATCAT. MATCAT immer von oben nach unten. Und von links nach rechts, ja, jetzt ist quasi das X definiert. Warum er das vorher schon angezeigt hat, diesen komischen Strich da, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir können mal gucken, ob hier irgendein X irgendwo schon mal definiert ist. Also X ist gleich, ne, eigentlich nicht, ja. Warum er das dann trotzdem so als Strich darstellt, ist ein bisschen irritierend am Anfang, hat mich auch ein bisschen gewundert. Wenn man es weiß, ist es okay. Bringt er natürlich erstmal einen auf die falsche Pferde. Also immer ganz wichtig ist hier diesen Rahmen zu beachten. Ja, das muss quasi hier genau da oben darüber definiert sein. Wenn Sie es hier daneben definieren, fängt es schon an zu spinnen. Ja, leider. Ja, deswegen ein bisschen aufpassen, dass Sie wirklich zunächst erstmal die Eingabewerte definieren. Ja, oberhalb des Diagramms. Es ginge, glaube ich, auch so. Oder? Nee, da geht es auch nicht. Ja. Okay, muss wirklich genau oberhalb sein. Also machen wir das hier nochmal so. Ja, jetzt haben wir uns die Frage, warum wird das jetzt hier rot? Da habe ich auch eine Weile gebraucht, das dahinter zu kommen. Sie müssen einfach noch folgenden Trick machen. Die Matrix, die im Diagramm dargestellt werden soll, aus irgendeinem Grund, wer es weiß, kann es vielleicht in die Kommentare schreiben, ich weiß nicht, muss immer mindestens zwei Zeilen haben. Und deswegen mache ich jetzt einfach folgenden Trick. Ich schmeiße einfach noch eine Zeile hier rein. Und jetzt muss ich gucken, wo kann man es machen? Hier wieder auf Matrizen und Tabellen und sagen hier Zeile unterhalb einfügen und schmeiße einfach dieselben Werte rein. Also hier minus 1, 2, minus 1. Und jetzt bekommen wir hier unseren Punkt auch dargestellt. Ich mache den mal ein bisschen größer, damit Sie ihn besser sehen. Gehe also hier wieder auf Diagramm, dann klicke ich hier die Spur an und sage jetzt hier Spurfarbe. Schwarz können wir eigentlich lassen, aber hier Spurdicke machen wir hier maximale Spurdicke. Sie sehen, der Punkt wird hier fetter. Wir sagen hier
keine Linie und können wir in einem Punkt wählen. Und jetzt sieht man hier deutlich hier unseren Schnittpunkt. Ich komme ein bisschen ran zu mit der mittleren Maustaste, tue ich hier, oder mit dem Mausrad tue ich jetzt hier mich reinzoomen und sehe jetzt hier meinen Punkt. Ja, Sie können theoretisch auch hier diese Farben rausnehmen, dann sieht man vielleicht den Schnittpunkt ein bisschen besser. Wenn ich sage hier keine Flächenfüllung, hier auch keine Flächenfüllung und hier auch nicht, halt hier. Dann müssen Sie allerdings hier die Spuren ein bisschen anders darstellen. Die erste sollte rot sein, die zweite grün und die dritte blau. Und dann sieht man vielleicht ein bisschen besser hier den Schnittpunkt, ja, wenn Sie das dann hier auf diese Art und Weise visualisieren. Das ist hier unser Schnittpunkt. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gezeigt. Wie gesagt, ich bin kein Mathematiker, ich bin in Anführungsstrichen nur ein Bauingenieur bzw. Bauinformatiker. Wer sich dafür interessiert, wie man das Ganze noch eher wie ein Mathematiker das Ganze erklärt, dann empfehle ich die Bücher von Herrn Benker, weil ich glaube, der ist Mathematiker. Ja. Nehmen Sie natürlich die aktuellsten Ausgaben. Das muss nicht das alte sein, aber den Namen einfach mal eingeben in irgendeinem Anbieter für diese für Literatur und dann werden Sie dann auch, also MadCat und Benker Hans, dann finden Sie im Prinzip auch hier die entsprechende Literatur dazu. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß beim selber ausprobieren.